man muss schon ein bisschen Herzblut haben zum Polstern. Aber ist beim Handwerk allgemein. Ein Schreiner muss ja auch gerne schreinern. Ich finde es schön, mit den Materialien zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem Leder, Stoff, verschiedene Materialien zusammenzubringen. Man sieht es ja nachher, wenn es fertig ist, das Möbel, was man gemacht hat. Und wenn es dann akkurat gearbeitet ist, dann macht es ja unheimlich Spaß. Umso länger man arbeitet, umso mehr Berufserfahrung, umso mehr Modelle kennt man. Das ist wie beim Koch, wenn man bei der Mutter zu Hause zuguckt und fragt, ja, wie viel Mehl hast du schon reingetan? Dann sagt sie, ja, so, dass es reicht. So ist auch beim Polstern, das Anziehen von Materialien, das hat ja nachher ein Gefühl drin. Ein dickes Leder ziehe ich jetzt anders an wie ein dünnes Leder oder ein weiches Leder. Und das ist ja gerade das Interessante beim Polstern, dass man dann wirklich auf jedem Möbel individuell arbeitet, nicht starr arbeitet. Man muss gucken, dass nachher die Gesamtheit stimmt. Also es ist immer die Mischung aus der richtigen Naht und dass der Polster diese perfekt dann auch auf die Kante setzt. Die Polsterer streicheln ihr Möbel. Polstern ist eine Disziplin, die mit einem weichen Material zu tun hat. Ja, der Polster braucht eine skulpturale Denkweise oder ein Gefühl für eine Skulptur. Wo ich angefangen habe, 1983, mit der Lehre, da waren ja schon die Generation vor mir da. Die haben mir das Wissen weitergegeben. Und das Wissen habe ich mir angeeignet und mein Wissen auch dazugepackt, wie ich ja wieder dazulernen. Und das Wissen gebe ich ja wieder weiter, die nächste Generation. Das ist das Schöne dran. Wir haben die Werkstatt geöffnet, weil auch früher es völlig selbstverständlich war, dass man den Handwerker arbeiten sah. Weil wie sollte er sonst seine Leistung verkaufen? Und insofern haben wir gesagt, lass uns wieder die Fassade öffnen. Und die Handwerker können ihr Handwerk mit Stolz präsentieren. Man muss Gefühl haben fürs Material. Das ist eigentlich das A und O beim Polstern. Man muss gerne polstern, mit Liebe polstern.